Lynch, gefällt Ihnen dieser Krieg? Wohin geht's als nächstes? Zum Bauernhof, die Straße runter. Unsere Aufklärer haben dort drei hübsche Bauerntöchter geortet. Ich muss mir die Sache mal ansehen. Sorry, Lynch, aber das Rendezvous mit den Nazis geht vor. Seltsame Vorstellung von Romantik. Sie haben wieder eine unserer Forschungsanlagen in die Luft gejagt und zwei wichtige Jahre Waffenforschung vernichtet. Die Kommandotruppen sind entkommen? Jeder einzelne Mann. Aber heute Nacht schicken wir sie in die Hölle. Und das Wir beinhaltet wohl auch mich. Der Befehlsstand der Alliierten hat Informationen zur neuen Radartestanlage durchsickern lassen. Wenn die Nazis diesen Köder schlucken, schlagen sie zu. Also soll ich mit meinen Truppen beim Köder warten, bis jemand vorbeikommt und guten Tag bellt? Sparen Sie sich Ihre schlauen Bemerkungen, Lynch. Auf dieser Karte finden Sie auch Ihr Einsatzgebiet. Was ist mit der Brücke hier? Die Brücke ist nur noch ein Trümmerhaufen. Darüber können wir keine Hilfstruppen aus dem Norden schicken, falls Sie Probleme bekommen. Errichten Sie eine Pontonbrücke über den Fluss. Machen Sie sich fertig, Lynch. Sie müssen früh los. Schwierige Entscheidung. Englische Mädels küssen oder Nazis töten. Was soll's. Ich bin dabei, Wells. Das war keine Bitte, Lynch. Das war ein Befehl. Okay, aber richten Sie diesen englischen Bauernmädels aus, dass sie auf mich warten sollen. Ja, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Warfront Turning Point. Ja, jetzt machen wir weiter mit der Alliierten-Kampagne. Wir müssen hier auf jeden Fall eine Falle aufstellen für die Nazis und dann eine alte Brücke wieder aufbauen. Ja, unser Kampf gegen die Nazis geht weiter. Und hier werden wir auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun haben. Truppen zusammenziehen, bevor die Deutschen den Köder schlucken. Alles klar, dann baue ich jetzt hier schon mal. So, wir haben hier einen Sherman und einen Calliope Sherman. Okay. So. Ja, da sehen wir schon die Stromerzeugung. Ihr werdet gleich sehen, dass wenn ich jetzt hier gleich weitere Gebäude hier bauen werde, wird die Stromanzeige sich weiter auffüllen lassen. Okay, wird gemacht. Sich weiter auffüllen. Und ja. Damit brauchen wir auch keinen Stromgenerator hier zu bauen oder sonstiges. Bei der deutschen Kampagne wird es schon anders aussehen. Da müssen wir auf jeden Fall Stromgeneratoren bauen. Ansonsten werden dann die Gebäude überhaupt nicht funktionieren, wenn wir keinen Strom haben. Aber die Amerikaner hier sind natürlich im großen Vorteil. Typische Amis, ne? Ja, da können wir hier einen Bonus für unsere Einheiten verschätten, und zwar die Gebäude übernehmen. Damit können wir feindliche Gebäude oder auch Ölfelder hier einfach einnehmen und ja, zu unseren Gunsten benutzen. Also, das ist natürlich sehr schon klar. Also, da muss ich das nicht groß erklären, was das ist. Ja, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis ich ein paar Ressourcen hier aufgetrieben habe. Ich kann euch versprechen, die Ressourcen werden hier viel zu schnell ausgehen, als sie eingesammelt werden. Vor allem, wenn man dann die Kampagne auf schwer spielt, dann vertraut mir, da werdet ihr noch sehr viele Ressourcen verbrauchen. Ja, da können wir hier auch die Helden dann jedes Mal hier in den Baracken jedes Mal ausbilden lassen. Also macht euch da keine Sorgen, also sollte der Held sterben, es ist noch lange kein Game Over. Wenn es natürlich nicht die Mission verlangt, also wenn eure Mission verlangt, dass euer Held am Leben bleiben soll, dann müsst ihr auf jeden Fall dazu sehen, dass der Held auf jeden Fall nicht sterben soll. Weil wenn er jetzt dann stirbt, dann müsst ihr das leider alles von vorne machen, ja. Und ja, da bauen wir gleich ein Flugfeld. Und Flugfeld, ja, da können wir Lufteinheiten bauen. Einmal sind das Jäger und einmal sind das die Bomber. Und da können wir auch die Luftunterstützung rufen. Also, ist auch natürlich logisch. Gebäudebau abgeschlossen. Wir können da die Mustangs bauen. Oh, wir können hier jetzt sogar die kleine Artillerie Priest bauen. Ja, aber hallo, die nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann baue ich hier nochmal. Ich empfehle euch auf jeden Fall, bei der Kampagne zwei oder drei Fabriken zu bauen, also für die Fahrzeuge, weil vertraut mir. Hier gibt es verschiedene Kategorien von Fahrzeugen und es ist wie Schere, Stein, Papier Prinzip, aber es bezieht sich jetzt nicht so genau
Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Nazis auftauchen und dann zuschlagen. Es bezieht sich jetzt nicht so genau, zum Beispiel, ob die Lufteinheiten stärker sind als Artillerie oder Artillerie stärker als Infanterie oder etc. Alles totenstill am anderen Ende der Leitung. Wir werden gleich überprüfen, was dort vor sich geht, Soldat. Aber bleiben Sie erstmal, wo Sie sind. Ich will nicht riskieren, dass unsere Falle in die Luft fliegt. Da kommen Sie! Sind das alle? Da müssen doch noch mehr von denen sein. Wir konnten Ihre Truppenbewegungen genau beobachten und haben eine Vermutung, von wo Sie gekommen sind, Sir. Wenn Sie einen Stützpunkt haben, muss er irgendwo im Nordosten sein. Lynch, ich schicke Verstärkung aus dem Norden, aber ohne die Pontonbrücke schaffen Sie es nicht zu euch. Nicht genügend Ressourcen. Mhm. Alles klar, wir müssen auf jeden Fall die Brücke bauen. Denn ohne die Brücke können wir die Gegner nicht so schnell bekämpfen. Weil wir brauchen die Verstärkung. Ist ja auch logisch. So. Priests und Shermans. Mathildas sag ich schon. Shermans, meine Güte. Das sind Mathildas und nicht Shermans. Ich verwechsel das immer. Weil Sherman und Mathilda, die sehen hier in diesem Spiel ein bisschen ähnlich aus. So, ich würde mal vorschlagen, wir schnappen uns jetzt ein paar Vorposten der Nazis und machen die dann kalt. Und hier geht dann schon mal zu der Richtung zu der Brücke und prüft mal, ob da irgendwo Gegner sind, damit wir dann die Brücke problemlos bauen können. Sie haben unseren Außenposten erobert. Sie wollen uns umzingeln. Wir müssen die Bunker loswerden. Andernfalls sitzen wir in der Falle und nicht der Feind. War das schon alles? Tja, so viel zum Thema Sherman sind die Besten. Das, was ihr gerade da auf dem Radar seht, dieses so kleine, so komisches Flimmern, das bedeutet, dass wir gerade einen Sturm haben, also Regenwetter. Und hier haben wir einen kleinen Nachteil. Wenn unsere Lufteinheiten sich in der Luft befinden, also Flugzeuge meine ich, dann bekommen die mit der Zeit Schaden wegen diesem Unwetter. Also da müssen wir uns auf jeden Fall sicherstellen, dass sobald dieses Unwetter dann anfängt, müssen die Lufteinheiten, und zwar alle Lufteinheiten, sofort zurück zum Hangar. So schnell wie möglich. Ansonsten werden die dann ja Schaden kassieren und können auch kaputt gehen. Also immer schön drauf achten. Wird gemacht. Gegen Flut kann man nichts machen. So, Brückenbauer, du kannst jetzt mal die Brücke da bauen und wir können dann jetzt sehr schön die Verstärkung bekommen. Wir werden angegriffen. Ja, was du nicht sagst. Wie laufen die Befehle? Wir brauchen Langstreckenartillerieunterstützung. Feuer auf Zielkoordinaten wird eröffnet. Ich bin in der Schusslinie. Hier sollten wir die Pontonbrücke bauen, Sir. Das wird so nichts, Nazis. Weiter, Soldaten. Das ist nicht der einzige Außenposten. Ja, ist auch logisch. Gibt es noch mehr von denen? So, Jungs. Ich würde mal sagen... Ihr greift mal diesen Vorposten da an. Okay, der ist schon fast mit der Brücke fertig. Sehr schön. Pontonbrücke errichtet, Sir. Freie Bahn für die Verstärkung. Zur Benutzung bereit. So, jetzt kann die Verstärkung schön anrücken. Ich frage mich, was wir jetzt da bekommen werden. Ja. Mir bleibt nichts anderes übrig, als hier die Einheiten zu bauen, weil so viele Gebäude kann ich jetzt auch hier nicht bauen. Ist schade, aber ist so. Wir können hier keine weiteren Gebäude im Moment noch bauen. Ich kann hier gerne noch ein paar weitere Kasernen bauen, aber ich sag's so, die Fahrzeuge sind hier viel besser als die Infanterie. Die Infanterie werde ich zum größten Teil für Gebäude übernehmen oder wenn jetzt wirklich etwas... Oder wenn sich jetzt die Situation wirklich so drastisch verändert, dann könnte ich die Infanterie für die Verteidigung meiner Basis dann nutzen. Na, aber hallo, wir haben da Pershing. Pershing ist einer der stärksten Panzer hier bei den Amis. Ja, aber sag mal, dazu sage ich nicht nein. Pershings sind
immer nutzvoll. Anblick, wenn sie in die Luft fliegen. So, Lynch, dann mach mal du dieses Geschütz da komplett fertig, dann können wir weiter. Falls ihr wissen wollt, wie ich das Spiel hier überhaupt beschleunige, das geht mit dem Numpad. Auf dem Numpad, da gibt es dieses Pluszeichen. Und ihr müsst das einfach nur zweimal drücken und dann beschleunigt sich das Spiel. Und wenn ihr das wieder. Und wenn ihr das sehr langsam haben wollt, dann müsst ihr einfach nur auf Minus klicken. Und wenn ihr das normal haben wollt, dann müsst ihr einfach so sicherstellen, dass dieses Zeichen dafür, das Vorspulen nicht mehr angezeigt wird. Also der muss komplett da weg sein. Zum Beispiel so. Jetzt läuft das Spiel komplett normal. Und ja, die ganzen Geschütze, die ich da auch aufgebaut habe, vertraut mir. Ihr werdet wahrscheinlich mich später in den zukünftigen Parts dafür hassen, dass ich so viele von denen erstelle, also so viel von diesen ganzen Verteidigungsgeschützen baue. Aber vertraut mir. Es ist sehr nutzvoll, hier so viele Verteidigungsgeschütze wie möglich zu bauen, solange der Feind noch stark ist. Weil vertraut mir. Auch wenn ich jetzt das Spiel hier auf einfach spiele, kann der Feind hier auf jeden Fall schon ein paar sehr gemeine Tricks machen, wo selbst der leichte Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall schon ja fast wie schwer kommen wird. Vertraut mir, ihr werdet das früher genug schon zu sehen bekommen. So, und diese Gruppe kann jetzt mal die andere Seite angreifen. Bin mir sicher, die werden gleich einen weiteren Angriff starten. Na, sieh mal eine an, die haben da einen Packbunker. Oh, die haben Wurframmen. Die Wehrmacht hat auch da Artillerie. Interessant. Wurframmen ist auf jeden Fall einer der richtig guten Einheiten bei der Wehrmacht. Also das werden wir auch bei der deutschen Kampagne auch sehr gut gebrauchen. So, die haben hier auf jeden Fall ihren Stützpunkt. Das kann ich mir schon denken. So, Pershing, du kannst jetzt mal schön den Stützpunkt angreifen. Das Baufahrzeug der Wehrmacht. Wir brauchen Langstreckenartillerieunterstützung. Wir werden angegriffen. Meine Hände um das Plan. Artillerie bereit. Ich kann gerne auch das Gebäude auch hier übernehmen, aber mal ernsthaft, warum sollte ich das? Ich brauche das im Moment noch nicht. Ich stecke bis zum Hals im Schlamm, Sir. Ja, kann vorkommen. Wir sind noch nicht fertig, Männer. Diese Soldaten sind sicherlich nicht aus Spaß an der Freude hierher gekommen. Wir müssen ihren Befehlshaber finden. Wir haben einen von den Crowds geschnappt, Sir. Es war nicht einfach, ihn zu verhören. Er kann kein Englisch, also haben wir es auf Deutsch versucht. Allerdings scheint die deutsche Sprache auch nicht gerade seine Stärke zu sein. Der hat sich ja nur geschauspielert. Habt ihr etwas aus ihm herausbekommen? Wir mussten ein wenig nachhelfen. Aber dann hat er mit der Wahrheit rausgerückt. Ihr Befehlshaber konnte in ein nahegelegenes geheimes Lager fliehen. Es muss etwas südlich von ihr liegen. Ich bin mir nicht sicher, wo genau. Aber angeblich auf einem Plateau. Er darf nicht entkommen. Folgt mir. Okay, dann müssen wir jetzt sofort den Befehlshaber finden. Das sehen wir auch schon. Die Zeit läuft uns auch davon. 7 Minuten haben wir. Ein Plateau, sagt er. Die Nazis werden es sich in Zukunft zweimal überlegen, ob sie uns in die Enge treiben wollen. Sekundäres Missionsziel erfüllt. Yep. Die Basis der Nazis wurde vernichtet. Jetzt müssen wir nur noch durch das Plateau finden. Und wenn ich mich nicht irre, ist das Ding wohl hier. Ich frage mich, was das für ein Befehlshaber da überhaupt ist. Irgendwo hier muss es sein. Panzer bereit. Befehl bestätigt.
Okay. Artillerie hier. Tata. Feuerunterstützung angefordert. Bereit für den Kampf. Wer ist denn das? Dann sind wir hier sicher, richtig? Sowjets? Hey, was zur Hölle ist das? Was zum Teufel? Warum schießen die auf uns? Die sind doch mit uns verbündet. Oder warte mal, vielleicht sind das die Nazis verkleidet als Rote Armisten. Das kann auch sein. Meine Güte, was ist das denn für ein Ding? Wir haben hier gerade einen merkwürdigen gepanzerten Truppentransporter ausgeschaltet, Sir. Sie haben ihn noch aufgetankt, als wir aufgekreuzt sind. Mit Sicherheit für Ihren Befehlshaber. Er sitzt jetzt hier fest und es gibt keinen drinnen. Sie brauchen Langstreckenartillerieunterstützung? Lynch, allzeit bereit. Das war auf jeden Fall irgendwie komisch. Aber ich vermute, das waren die Nazis. Die haben sich nur als Sowjets verkleidet. Weil warum sollten die Sowjets uns angreifen? Ich mach mich mal auf den Weg und spüre den Kerl auf. Primäres Missionsziel erfüllt. Waffe fallen lassen, Schätzchen. So hübsch. Dieser Akzent, du bist keine Deutsche, du bist eine Russin. Und so klug. Was hast du hier zu suchen, Schätzchen? Bleib gefälligst stehen. Ich geb dir gleich was zum Lachen, Süße. Hübschen töte ich nicht so gern. Sanitäter! Ich brauche keinen Arzt, mir geht es gut. Die Deutschen sind entkommen, Sir. Welche Deutschen? Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt die Mission geschafft und eine weitere Medaille verdient. Okay, also die Frau war eine Russin. Aber trotzdem erklärt das nicht, warum die Sowjets auf uns geschossen haben. Ich meine, wir sind doch mit denen verbündet hier. In dieser Zeitlinie. Oder vielleicht ist diese Frau mit den Nazis verbündet? Ich bin verwirrt. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten. Wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Warfront Turning Point. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird weitergehen.